Hallo und herzlich willkommen hier im Landkreis Rostock im Multiplayer-Spielstand. Ja, wir sind natürlich hier nach dem Stream am Mittwoch noch immer noch bei der Ernte. Ne? Denn Mittwoch gab es ja jetzt das erste Mal die Überstunden auf der Rostock. Ja, ging ein bisschen drunter und drüber und war auch von der Verbindung her eben nicht so schön. Ich meine, heute ist wieder hier problemlos irgendwo. Keine Ahnung, wann das liegt. Ne? Ja, natürlich sind die Drescher noch unterwegs. Jürgen hatte ja angefangen, hier Feld 8 und Feld 9 die Gerste zu dreschen. Ich bin jetzt schon fast, naja, knapp eine Stunde auf dem Server. Also es ist schon... Es dauert, ne? Es dauert, bevor so ein großes Feld fertig ist, ne? Sind ja unsere einzigen zwei Gerstefelder, wenn wir mal gucken, die wir jetzt haben in dieser Saison. Ne? Die sind dann, wenn wir gucken, Wachstum... Naja, das ist also Hälfte definitiv bei beiden, ne? Aber eben wird noch eine Weile dauern, bevor es fertig ist. Gute Nachricht ist, Big M ist fertig mit Mähen. Ne? Also Feld 37, was wir uns ja gekauft haben, es ist komplett gemäht. Die anderen Felder, die werden erst am nächsten ingame Monat, kommen die in die zweite Erntereifstufe. Solange werden wir die auch stehen lassen. Wir können ja hier gucken, die gehen alle weg. Ne? Ach, noch nicht mal fertig mit Synchronisieren hier. Okay. Wundert mich jetzt so ein bisschen, aber gut, ist dann so. Wie gesagt, normalerweise müsste dort, wenn es zweite Erntereifstufe ist, wird es ja hier verdorrt, ne, wenn ich es beim Gras und bei Luzerne. Aber das ist noch nicht so weit, das braucht noch eine Weile. Das werden wir ganz einfach abwarten müssen, bis es soweit ist. Und dann werden wir die Felder auch noch mähen, natürlich alles dann ins Durchfahrtssilo bringen. Ne? Durchfahrtssilo. Schiebe ich immer so zwischendurch so ein bisschen auf. Ich wollte jetzt hier nochmal gucken, aber hier wird auch abgebunkert, weil oben da stand, muss entladen werden. Das passt soweit. Da sieht es auch ganz gut aus im Durchfahrtsilo. Ich glaube, wir müssten mittlerweile über 5 Millionen drin haben. Wir fahren ja von der Seite aus hier immer rein. Also die Kante hier, die wird schon ganz schön hoch. Die kriege ich schon gar nicht mehr so richtig glatt gebügelt. Ne? Und wenn wir uns das auf der anderen Seite angucken... Hier wurde schon wieder abgekippt. Die kippen jetzt hier hinten immer so ein bisschen Haufen hin. Das gefällt mir eigentlich nicht so. Ja, und hier lassen sie eben ein Stück aus. Wir hatten auch schon am Mittwoch überlegt, ob wir nicht von der anderen Seite her reinfahren sollten. Ne? Aber da ist natürlich... ja, müsste man erst noch Kurse einfahren. Vielleicht mache ich es noch bis Freitagabend, bis heute Abend. Ne? Bin ja jetzt aktuell hier am Donnerstag unterwegs. Und müssen wir mal schauen, wie wir das in den Griff kriegen. Ich habe schon mein letztes bei vorhergehenden Durchgang auch hier hinten immer den Verteiler dran gemacht und bin ich einmal bis hier drauf gefahren, dass ich nicht so große Löcher reinfahre. Da kriege ich wenigstens den Haufen ein bisschen weggeschoben. Aber wir müssten eigentlich fast zwingend von der anderen Seite heranfahren. Da kommt nämlich schon der nächste dort wieder. So, das Teil wieder aus. Das hebt man wieder an. Und dann hinten Walze runter und dann fahren wir ja mal drüber. Wird hier richtig mit Schmackes ausgekippt, ne? Aber sie kommen eben nicht bis hinter. Ich habe den Waltra ausgetauscht gegen den GCB, weil ich den gerade sehe. Weil es war ja ein Waltra hier noch mit abgefahren. Also der hat sich schon schwer getan, den Hänger hinten hochzuziehen. Nicht, dass wir ja plötzlich irgendwann Malheur auf der Straße liegen haben. Ne? Ich weiß nicht, irgendwie ist das, wenn die Walze hinten unten ist, fährt er nicht schnell. Weil jetzt fangen sie nämlich auch hier hinten an, wahrscheinlich hier so Haufen zu kippen. Also eigentlich würde es Sinn machen, wir fahren von der anderen Seite durch. Mal gucken, vielleicht schaffe ich das, dass ich kurz einfahre, andersrum noch. Mal gucken, 5,4 Millionen sind jetzt drin. Also da geht noch ganz schön was rein. Mein Kenntnisstand ist, glaube ich, 30 Millionen müssten reinpassen, oder? Aber da kann ich auch falsch liegen. Na, hebt das an? Ja. Fahren wir hier noch ein bisschen platt. Beziehungsweise werden wir hier hinten nochmal anschmeißen.
Dass wir einfach nur diesen Spitzen wegkriegen. Aber es sind dadurch, dass der Trecker so wippt, läuft natürlich Gefahr, Löcher reinzufahren, ja. Aber wie gesagt, ich habe am besten oder festgestellt, dass es eigentlich relativ gut geht, wenn wir bloß die Geräte dran haben und einfach nur hier mit den Zwillingsbereifungen drüber fahren, da kriegt man es relativ glatt. Wir haben uns auch schon überlegt, dass wir sonst uns einen Abfahrpunkt machen, wo eben die Abfahrer hinkommen. Meinetwegen hier links daneben auf die Durchfahrt. Und dass wir sonst per Hand abladen müssen. Werden wir sicherlich auch irgendwann machen müssen. Da kommen sie nicht mehr hoch aufs Silo. Aber so von der anderen Seite nochmal durchfahren zu lassen hier, das ist gar nicht so die schlechteste Idee. Aber wie gesagt, müssten wir Kurse einfahren. Geht natürlich jetzt hier nicht mehr in dem Silo. Also im Spielstand hier geht es nicht. Also ich müsste mir bloß die Datei runterladen. Neuen Spielstand starten und dann halt noch die zusätzlichen Kurse einfahren. Das wäre aber nicht das Problem eigentlich. Aber mal gucken. Weiß ich noch nicht, ob wir es machen. Wir werden erstmal ja versuchen, noch ein bisschen was breit zu fahren. Ja, 5 Millionen, die jetzt hier drin sind, oder 5,4, da hätten wir hier drüben die Silos schon voll. Die werden da schon komplett gefüllt. Ne? So, kommt der nächste, kommt 10,50, mal sehen, wie der sich anstellt. Naja, so ein bisschen Geschwindigkeitsverlust hatte schon, aber es geht noch. Aber er hat zumindest erstmal hier hinten keinen Haufen gekippt. Das ist schon mal viel wert. Hier sofort platt fahren. Weil da vorne bleibt schon ein Haufen über. Gleich mal hier ein bisschen planieren. So, werden wir erstmal unser Big M vom Feld holen. Ja, und dann ist natürlich eine Überlegung, weil wie gesagt, das Luzerne und das Kleefeld ist ja auch in der ersten Erntereifstufe, das braucht zwar auch noch bis zur zweiten. Ja, wo wir uns, wir haben ja beim ersten Mal haben wir ja Heu draus gemacht. Ob wir es jetzt lose aufnehmen und sonst uns noch ein Lager stellen für Luzerne und eins für Klee als grünes Material, weil es kann ja als Booster eingesetzt werden dann. Das weiß ich eben nicht, wie wir das machen. Ah, es sind noch ganz schöne Verhügelung drin hier, ne? Das ist komisch. Das ist erschüttet wieder so ein Berg hier hinten hin. Ah ja, müssen sie erstmal fahren. Ja, dazu könnte man natürlich ein Silo oder beziehungsweise ein Lager würden wir ja hinten noch dran kriegen. Bin ich der Meinung. In die Richtung noch. Wir müssen zwar die Strecke ein bisschen rüber verlegen, aber da kann man eigentlich noch sehr gut durchfahren. Ja, und das andere, sonst müssten wir die Halle wegreißen und das Lager hier hinbauen. Gucken. Ne? Also so verkehrt ist die Idee auch nicht, wie wir da platzmäßig auskommen. Ne? Aber das sollte eigentlich funktionieren. So, wir holen uns mal unser Big M, dass der vom Feld runter kann. Halt, bisschen keine Maus. Ja, hier fährt der GCB natürlich noch. Ich habe die mittendrin eingesetzt, beziehungsweise müssen wir mal gucken. Ne, dort ist auch nochmal... Ne, die haben alle noch. Nicht, dass einer schon leer fährt. Das wäre aber eine vertane Zeit.
So, hier Big M ist fertig. Achso, brauchen wir bloß anschmeißen, dann können wir zum Hof fahren. Meine voll kriegt man das Silo, bin ich mir ziemlich sicher. Denn wir haben noch zwei riesen Felder mit Mais, die wir dann häckseln werden im Herbst natürlich. Und hier kommt ja auch einiges runter noch. Sag mal so 3 Millionen, denke ich mal, kriegen wir ja noch zusammen. Tja, wie man unten rechts sieht, unser Big M hat ja bald Jubiläum, ne? 100 Stunden, ne? 99,1 sind es schon. Da haben wir schon ein paar Hektar weggemäht, ne? So, stellen wir ihn einfach mal in die Werkstatt, da wird er erstmal betankt und repariert und lackiert und frisch abgeschmiert, ne? So, muss entladen werden. Das steht doch schon wieder länger da, oder? Das funktioniert soweit. Der GCP ist voll, der 1050 kommt zurück. Er macht hier weiter und der andere hat noch, na, vier Reihen liegen dort noch. Dann müssen wir den umsetzen. Gut, das sollte eigentlich passen. So, den können wir jetzt hier in die Garage stellen. Der ist fix und fertig. So, wir springen jetzt erstmal zur Molkerei, zum Palettenlager, weil dort müsste ein Trecker angekommen sein. Genau sieht's aus. Wir haben Erdbeeren und Salat geladen. Das muss hier abgeliefert werden. Im Lager. Und er fährt nochmal zurück zu den Gewächshäusern. Zwei Abholungen. So, ein anderer Träger müsste auch angekommen sein. Ich glaube, der steht auch schon länger dort. Den hatte ich in die... Doch, das muss er sein. In die Erzmine geschickt. Genau, Abholung. So, gucken wir mal, was an Erz zusammenkommt. Denn oben stehen 5 Stunden 49. Also ein bisschen was müssen wir hinbringen. Aber es sind nur 4000 Liter. Ja, also es ist... Mir erscheint das sehr wenig. Aber theoretisch laut, wenn wir Produktionsinfo hat, gucken. Natürlich am besten immer, wenn man steht. Ne? Wir produzieren oder haben 12.000 Liter auf behalten pro Monat und brauchen 9.900. Mal gucken, wie weit die 4.000 reichen. Müsste ja sozusagen mindestens in... Er müsste über den Tag sein. Ach so. Ne, wir machen mal Folgendes. Wir fahren noch mal ein Stück zurück. Weil ich hatte ja hier auch einen Kurs eingefahren, ob das überhaupt funktioniert, was ich da gemacht habe. Ob er das erkennt, weil er fährt dort rückwärts ran. Wie will er sonst hinkommen? Das ist schwierig.
Na gut, wir müssten nicht rückwärts ranfahren. Der Zaun, den haben wir ja gebaut. Der gehört ja nicht zur Eisenschmelze, ne? So, wir sagen mal, er soll fahren zur Eisenschmelze-Anlieferung und als Ausladen. Also Punkt kennt er erstmal. Ja, das sollte auch einigermaßen passen. Er muss ja natürlich ein bisschen jetzt hier um die Kurve fahren, ne? Ja gut, so schlimm ist es gar nicht. War etwas weitere Strecke, die rückwärts hier zurückgelegt werden muss, aber das sollte eigentlich gehen. Ich glaube, der Hänger müsste ja auch rückwärts abkippen können, oder? Genau, das geht. Das erkennt er. Und füllt hier entsprechend das Erz rein. Naja, das reicht vielleicht eine ganze Weile. Einen Tag. Ja, das ist jetzt klar. Weil wir jetzt die Zieltoppelbelegung haben hier. Er bleibt hier dann nicht stehen. Aber das geht schon. So, schicken wir ihn zurück zum Kuhhof. Oder müssen wir noch irgendwo was fahren in der Richtung? Nee, eigentlich nicht. Ja, großer Kuhhof, beliebter Anfahrtspunkt ist, glaube ich, immer die Werkstatt. Denn Garagen oder Parkplätze haben wir ja so noch nicht vergeben. Die gibt es zwar, die Parkplatz, aber da gibt es keinerlei Zuweisung. So, nehmen wir mal hier noch das Metall mit. Ups, rächt sich auch komisch. Der zum Gewächshaus ist angekommen. Können wir auch gleich noch hinspringen, die letzten Paletten wegholen dort. Ja, 5000 Liter Eisen tragen. So, hier hat man ja angeschalten. Und die Fassproduktion haben 246 Liter Fass und haben das auf Einlagerung gestellt. Okay, passt erstmal soweit. Da können wir erstmal hier weiter arbeiten lassen. So, wie gesagt, der andere war angekommen bei den Gewächshäusern. Den werden wir uns noch schnappen. Da steht er, dass wir die Paletten auch dorthin kriegen. So, einmal aufladen. So, dann gucken wir mal, ob wir die Tomaten mitkriegen, alle. Können wir gleich hier stehen lassen. Wir sind jetzt noch drin an Tomaten. Das habe ich noch nicht schnell genug hingeguckt. Tomaten, das sind 9 Paletten, also 8 Paletten. Die sollten wir auch noch wegkriegen, ne? Haben wir noch Platz? Jawohl, ach, wir machen dreistöckig, ne? Geht auch. Das ist mir egal. Wenn er der Meinung ist, er muss das dreistöckig machen. So, der fährt wieder zum Palettenlager. Anlieferung. Und Autoload könnte man eigentlich ausmachen. Nicht, dass wir dann wieder mehr auf den Anhänger haben, wie wir wollen. So, einmal hinten auf, einmal vorne auf. Da schickt man ihn auch nochmal zur Molkerei. Nicht, dass hier die Milch noch schlecht wird, ne? War der jetzt hinten oder vorne vollgeladen?
Ah, ich weiß nicht, wie mit den vier Triggern hier in der Halle, das ist ein bisschen... Hätte man vielleicht anders lösen können. Zwei Trigger und nochmal zwei Trigger auf einer anderen Durchfahrt. Der hat er Luft aufgefüllt. So, dann schicken wir ihn auch Richtung Palettenlager sozusagen. Oh ne, er soll zur Molkerei fahren. Das Palettenlager steht ja bei uns hier auf dem Gelände der Molkerei. Eigentlich... Was? Kann ich jetzt nicht gucken? Ach ja, Landmolkerei. Anlieferung. Ja, bodenbearbeitungstechnisch sind wir eigentlich ganz gut dabei. Na gut, die werden heute in der Folge nicht fertig, das glaube ich nicht. Hier steht auch noch der andere LKW rum. Aber hätten wir noch was zum Fahren eigentlich auch bloß nicht, oder? Weil wir haben noch 2,5 Millionen auf dem Konto, also noch was fahren müsst wir eigentlich nicht. Wir schicken ihn auch mal hoch zum Kuhhof. Und da werden wir noch eins machen. Da werden wir mal gucken, ob wir oben mit den Lagern zurechtkommen. Ne? Hier wird fleißig gesammelt, das ist gut so. Oder müssen wir schieben? Ah, hier sind wieder Berge entstanden. Ja, gut. Lassen wir erstmal noch. So, wenn, dann müssten wir die Halle hier wegreißen. Gucken wir mal hier ins Baumenü. So, Landschaftsbau. Quatsch. Nochmal das Ganze. Weggehen nicht, dass es hier noch über den Haufen fährt. So, hier abreißen. Oh, verfärbt sie sich? Ja doch, das Ganze wegreißen. Genau, 16.225 kriegt man zurück. So, dann müssen wir natürlich hier unsere Utensilien wegräumen, oder? Oder wollen wir mal gucken, ob wir das Lager dahinter bauen können. Das Ganze wird ja unter Silos sein. So war das doch, glaube ich, genau. Also Luzerneheu haben wir. Und Luzerne selber brauchen wir. So, aber nicht so rum. Wir müssen das andersrum stellen. Da müssen wir es natürlich jetzt hier komplett in eine Flucht kriegen. Sonst ist das nichts. Aber das sieht schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Das ist brauchbar so rum. Wir werden auch versuchen, das hier auf die Kante zu stellen. Hätten wir nicht da drüben noch ein bisschen Platz, unsere Werkzeuge abzutun. Ja, hier vorne unten an der Bordsteinkante ein bisschen orientiert. So, das passt erstmal. Da haben wir nämlich hier daneben noch Platz, da können wir nämlich unsere Gewichte und hier das Schiebeschild und die Walze noch mit hin tun. So, das war jetzt Luzerne. Und dann bräuchte man natürlich noch Klee. Die können wir eigentlich nur hier unten hin platzieren. Auch da müssen wir dann definitiv Strecke ändern. Also es ist noch genug Platz, um durchzufahren. Hier müssen wir jetzt bloß gucken, dass wir die wirklich exakt in die Flucht kriegen. Können wir mal hier Maß nehmen. Das geht natürlich bloß mit Maus. Mit Controller kriege ich das nicht mehr hin. Ich würde sagen, das passt, oder? Und dann setzen wir die nämlich genau hier in die Flucht. Na, warum kann ich nicht weiter ranzoomen? Hier in die Flucht dahinter. Und da sollte das passen. Hier vorne, das sieht zwar jetzt tüchtig eng aus, aber das ist noch genügend Platz zum Durchfahren. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass der Platz nicht reicht. Da
Er kommt noch ein Stück hoch, genau so. Warum müssen wir ein bisschen über den Trigger drüber fahren? Wir müssen ja auch wieder Asphalt malen, ne? Wir müssen ein bisschen über den Trigger drüber fahren, aber wir sollten hier zurechtkommen. Was ist denn das? Wo kommt denn das jetzt her? Das haben wir nicht mitgebracht. So, der erste ist an der Werkstatt angekommen. Malen nach Zahlen. Wir haben Asphalt. Machen bloß den Bereich hier vor. Den anderen haben wir ja auch gelassen unter der Halle. Die hört auch ein bisschen weit jetzt hier, aber das haben die anderen zwei auch. Das geht schon. Und hier, das können wir hier besser machen. Bisschen weit rein, aber da stört natürlich die Walze, ne? Das war doch sowas von klar, oder? Na gut, wir kommen vorbei. Oder auch nicht. So, das reicht uns so. Dann müssen wir natürlich noch kurz einfahren, dass wir auch vorbeikommen, weil momentan wird man, glaube ich, hängen bleiben. Das hier können wir erstmal noch so schnell liegen lassen. Wir besorgen uns mal den hier. Oder wenigstens die Durchfahrt dort ändern, bevor der nächste kommt. So, muss entladen werden, das ist natürlich unser Drescher. Dann müssen wir mal hier das Streckennetz anschalten. Ja, und hier sehen wir schon, dass das so nichts wird. Also das funktioniert schon. Aber das werden wir uns alles hier ein Stück weiter rüber verlegen. Die können hier auch an der Kante lang fahren, die bleiben da nicht hängen. Das macht gar nichts. So, wir hätten jetzt hier eine Arbeitsbreite von, beziehungsweise wie breit müssen wir das Ganze machen? Dann alles noch ein bisschen schmaler. Da kommen wir da vorne auch vorbei. Wir können ja hier, wir fahren ja nicht mit dem Zwillingsbereiften. Aber die Strecke, die von unten hochkommt, achso, von unten kommt die hoch. Dann müssen wir ja gleich mal wenden. Naja, das wird hier ganz schön knapp, ne? Aber gut. Sollte trotzdem gehen. Kurve werden wir hier so lassen. Wir werden einfach die Strecke hier ein Stück rüber ziehen. Hier könnten wir eigentlich noch einen Touch rüber gehen. Da sind wir hier am Pfeiler, da passt das nämlich schon. Oder fährt er jetzt schon auf der Bordsteinkante näher? Ne, er fährt noch daneben. Jetzt kommt nämlich schon der Erste, der hängen bleibt. Da waren wir jetzt einfach nicht schnell genug. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Das wissen wir ja, dass das passiert. Na, die bleiben richtig hängen hier, oder was? Oh, das gibt's doch nicht.
Das kann doch nicht wahr sein. Sollten wir vielleicht die andere Linie zuerst machen, oder? Gut, aber ja, das werde ich jetzt noch machen. Folge ist auch leider schon rum für heute. Gibt ja aber heute Abend geht es dann hier weiter auf der Rostock. Ne? Denn vorige Woche haben wir auf der Marsch gespielt und heute geht es hier dann auf der Rostock weiter. Wie gewohnt so gegen 20 Uhr natürlich auf Twitch. Und ansonsten die nächste Folge hier von der Rostock gibt es natürlich dann am Montag. In diesem Sinne, bis dahin und tschüss.